nächsten 2 Stunden oder 2,5 Stunden den Enderdrachen klatschen. Lol, dann bekommt man... Lol, man bekommt durchs Traden mit dem Villager Erfahrung und noch Erfahrungsfläschchen, die man sich ballern kann, wenn man heißen, die das erste Enderauge werfen. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich begrüße euch herzlich willkommen. Ich habe schon wieder ewig nicht aufgenommen, weil die letzten Folgen so lang, also wirklich waren so lang vorproduziert, so lang. Ihr seht es auch schon. Ich habe alles repariert, was ich konnte. Bin dann nochmal, weil ich auf K stand, zu lange verreckt, weil ich an Hunger gestorben bin. Deswegen habe ich die Level auch nicht mehr. Ich hatte vorher, glaube ich, 80 Level um den Dreh. Ich stand AFK, hab, das zeige ich euch gleich, ein bisschen mit den Villagern getradet. Und tatsächlich stand ich hier gleichzeitig nochmal ein bisschen AFK. Und tatsächlich, ich habe, wie gesagt, mit den Villagern getradet und es lief sehr gut, weil ich ja wusste, dass wir in nächster Zeit wahrscheinlich Emeralds en masse brauchen könnten. Ja, ich denke mal, ich muss zu der Kiste hier nicht viel sagen. Wir haben 9 Stacks Emeralds bzw. Smaragde. Das ist komplett full. Mehr, denke ich, also es geht auf jeden Fall mehr, aber mehr werden wir nicht brauchen zum Handeln mit den Villagern. Leute, das Ding ist, ich habe mich ein bisschen umentschieden. Ich habe jetzt zur Folge erzählt, das und das und das machen wir, aber das schieben wir ein paar Folgen nach hinten, denn ich will in den nächsten Echtzeit 2 Stunden... In den nächsten 2 Stunden oder 2,5 Stunden den Enderdrachen klatschen. Was wir dafür brauchen, ist gar nicht so schwer. Lorenruten haben wir oben. Und wir brauchen im Prinzip nur noch Enderperlen. Wir brauchen nur noch Enderperlen, genau so rum. Und die zu holen ist gar nicht so schwer. Enderperlen, was heißt Enderperlen? Diese Perlen, die man halt wirft, damit man das End findet. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Die sind gar nicht so schwer zu holen, denn ich muss einfach nur kurz rübergehen zu den Villagern. Einen Villager zum Cleric machen. Und mit dem traden wir dann und dann haben wir theoretisch schon die Enderperlen. Außerdem haben wir an sich öfter mal ein paar ein paar Perlen eingelagert. Heißt, wir müssen gar nicht so viel traden. Ach so, und die Eisenfarm ist auch schon wieder ein bisschen voller geworden. Läuft alles bei mir hier. Mal gucken, vielleicht haben wir auch Glück und finden genug Enderperlen, aber davon gehe ich einfach mal nicht aus. Das Ding ist, den zu klatschen wird echt überhaupt kein Problem. Also wirklich, ich glaube, das wird überhaupt kein Problem. Denn letzten Endes, wir haben alles, was wir in irgendeiner Weise dafür brauchen. Wir haben super DR-Equipment. Vielleicht ein Wassereimer wäre noch gut, aber der Rest, der ist eigentlich auch wieder ein bisschen unnötig. Der Rest wäre zu viel. Ich lege das jetzt nur noch weg, hol mir das Zeug. Dann hoffen wir mal, dass wir Enderperlen traden können und vielleicht finden wir tatsächlich nochmal in der Folge hier das End. Das wäre echt, Alter, da würde ich mich echt drüber freuen. So, also hier haben wir den Brewing Stand, wie man es auf Englisch sagen würde, den Braustand. Dann können wir hier noch gleich ein paar Lohnrouten mitnehmen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, brauchen wir gar nicht mehr. Das müsste schon gewesen sein, um den ultimativen, und ich habe zurzeit FPS zurückgeladen, um den ultimativen Trade zu bekommen. Ja, hier, Road. Warum habe ich hier 47 FPS? Kann mir das jemand erklären? Liegt das vielleicht an unserem Beacon? Ist ja richtig verwirrend. Nee, aber auf jeden Fall, ich will einfach den Enderdrachen klatschen. Okay, ich will endlich mit Schalker-Kisten arbeiten, endlich eine Elytra haben. Ja, das ist mir auch schon ganz oft in die Kommentare gespammt. Ich bedanke mich auch nochmal dafür, weil eure Kommentare sind echt immer das Wertvollste, was ich in irgendeiner Weise haben kann. Ja, daher werden wir das heute direkt erledigen. Ja, unsere Villager, mir ist hier ein Problem aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es mir schon mal aufgefallen ist in einer der Folgen. Aber die können sich hier hin und her bewegen. Das liegt lediglich daran, dass sie, wenn die aus dem Bett aufstehen, plötzlich zufälligerweise natürlich hier drüben spawnen. Also sie können sich zwischen den Wänden im Prinzip nur durch die Betten hin und her bewegen. Deswegen habe ich ein paar Betten. Welche denn die hier? Habe ich nur 2 Wänden gebaut, da dürfen die dann eigentlich theoretisch nicht mehr durchkommen. Und Leute, mir ist in der letzten Folge absolut aufgefallen, und dafür entschuldige ich mich nochmal. Mir ist in der letzten Folge absolut aufgefallen, ich habe ja gebaut und ich bin wieder richtig in diesen Sog verfallen. Ich kann es nicht beschreiben. Wie ich euch schon mal erzählt habe, ich war richtig demotiviert, habe richtig langweilig geredet und so. Als würde mich das alles übel stören. Obwohl ich halt einfach, war einfach am Nachdenken, wisst ihr? Da will ich mich nochmal für entschuldigen. Ich wollte sich am Anfang der Folge schon direkt nachkommentiert reinsprechen. Und daher sage ich es jetzt hier einfach mal. Hier haben wir unsere Sklaven. Die sind tatsächlich alle schon erwachsen. Und einer wird jetzt mal zum Brauer jetzt. Nein, och nee. Och nee. Leute, ich habe die Emeralds vergessen. Ich würde sagen, wir sehen uns nach einem Schnitt gleich kurz genau hier mit dem Blick zur Treppe wieder. Bis gleich. Yo, da bin ich wieder. Alles fit? Ich habe jetzt Emeralds dabei. Ich hoffe, dass mit dem Cut hat so funktioniert, wie ich hoffe. So, wo ist hier der hier? Mit dem brauchen wir jetzt hier mal einen kurzen bisschen Redstone. Ist ja auch kein Problem. Ich bekomme dadurch sogar jede Menge Level, Alter. Dank dir, Brudi. Wo ist mein Villager? Hier. Du, jetzt kriege ich mal ein bisschen Lapis von dir, bitte. Nein, jetzt hat er beides blockiert. Ey, Brudi, willst du nicht kurz mal... Ja, okay, es geht weiter. Jetzt kriege ich Glowstone von dem netten Herrn. Danke. Reicht mir dann auch schon. Und jetzt komm, bitte gönn uns den Trade mit den Enderperlen, den wir so benötigen. Komm. Ja, sogar für 4. Sehr gut.
Davon bekomme ich jetzt mal eine ganze Menge, bitte. 14 Stück, die reichen, oder? Theoretisch bis zum Ende reichen die, ne? Okay, der gibt uns sogar Erfahrungsfläschchen. Guckt mal. Lol, dann bekommt man... Lol, man bekommt durchs Traden mit dem Villager-Erfahrung und noch Erfahrungsfläschchen, die man sich ballern kann, wenn man will. Ist ja heftig. Cool, also kann ich jetzt theoretisch hier meine Reparaturpicke einmal und dann... Zack. So, wollt ihr auch was, Jungs? Alles fit? Ich überlege, ob ich einfach kurz mit noch einem Villager handle und mir kurz noch ein paar Enderperlen hole. Also, ich weiß, 14 reichen theoretisch. Aber, Jungs, einfach zur Sicherheit würde ich eigentlich gerne noch ein paar mehr als 14 haben, wenn das möglich ist. Und außerdem, Alter, wir sind schon bei Level 20? Was? Ich habe gerade 3 Sekunden gefühlt mit denen gehandelt. Und ich bin bei Level 20? Ist ja mal überhaupt nicht OP oder so. Nein, nein, gar nicht OP. So, jetzt ist er wieder eine Stufe weiter. Jetzt kriegt er wieder ein bisschen Glowstone, kriege ich von dem. Ey, die sind übel gut, ne? Die traden richtig nice Stuff. So Stuff, den man halt auch braucht. Mir ist es vorher gar nicht aufgefallen, dass man die in irgendeiner Weise gebrauchen kann. Und scheiße. Leute, das ist kein Emerald Villager. Wir brauchen aber einen Emerald Villager. Heißt, wir müssen kurz mit noch einem traden. Wir haben ja zum Glück genug. Ich bin echt froh, dass ich offscreen so viele Emeralds getradet habe. Ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, wären wir heute echt, dann wäre das echt ein bisschen blöd gelaufen, so. Theoretisch sind die Villager unendliche Maschinen, würde ich einfach mal behaupten, für Redstone-Lampen, ne? Fällt mir auch gerade mal so auf. Ich kann ja mit dem hier allen Stuff traden, den man für Redstone-Lampen braucht. Sorry, aber Villager sind echt das OPste, was es in Minecraft gibt. Ich will die auch unbedingt durchgehen, habe ich euch ja schon erzählt, dass ich eine Villager-Halle bauen will mit jeglichen Villagern, die man irgendwie brauchen kann, dass wir da vorankommen. Und hier ist der Enderperlen-Trade. Dann haben wir hiervon auch wieder jede Menge Enderperlen und das muss jetzt einfach reichen. So, jetzt haben wir uns hiervon wieder ein bisschen und dann können wir uns die Enderaugen craften und ich würde sagen, 2 Enderperlen behalten wir für den Fight noch. So, und die Enderperlen oder die Enderaugen, für Leute, die das vielleicht unter euch nicht wissen, können wir jetzt in die Luft werfen und dann finden wir irgendwann das Enderportal. Ich würde jetzt ganz kurz hier noch schlafen gehen. Oder das Endportal. Ein Enderportal ist es ja jetzt direkt nicht. Ich möchte übrigens erwähnen, kann sein, dass es hier schon circa das Ende der Folge wird. Ich möchte klar und deutlich erwähnen, ich werde hier heute einfach durchspielen. Ihr werdet keine Abmod hören oder irgendwas, sondern ich werde einfach nur am Ende wahrscheinlich irgendwas einblenden, wo ich sage, ja, Leute, hey, ich liebe euch, Kuss geht raus, dass ihr meine Videos guckt und ciao, bis morgen. Weil ich will hier erstmal wirklich den Grind jetzt durchgrinden, das Ding hier durchziehen, ohne dass ich jetzt eine Abmod mache und am Ende nicht weiß, wie lange die Folge geht. Und kleiner Mann, du musst da rein. Nein, du musst da rein. Nein! Er ist geflüchtet. Ah, jetzt ist er aber... Ja, okay, ciao. Ja, und unsere Villager, die produzieren hier auch fleißig. Das freut mich auch, dass es denen so gut geht. So, jetzt können wir natürlich, wenn wir schon mal hier sind, direkt die Leute, die jetzt schon einen Beruf haben, das können wir ja eh nicht mehr ändern, die schicken wir schon mal rüber, dass wir auch weiterhin fleißig mit denen traden können. Okay, hier sind jetzt 2 Villager reingeploppt. So, dann Nummer 1, Nummer 2. Ciao, Leute. Der eine war sogar arbeitslos. Das wollte ich eigentlich gar nicht, dass die da jetzt reinlaufen, aber... Leute, jedem das eine, ne? Vielleicht hatten die auch einfach Bock, da reinzulaufen. Und Nummer 4. Ciao, Brudi. So, wir sind jetzt gleich zu Hause wieder, keine Sorge. Zu Hause lege ich kurz den Stuff weg, den ich jetzt hier habe. Und dann würde ich sagen, können wir, sobald wir zu Hause sind, uns nochmal kurz vorbereiten vielleicht. Ich weiß nicht, was braucht man für so einen Enderfight eigentlich, oder Enderdrachenfight eigentlich nichts, oder? Jetzt nichts Besonderes, ein paar Blöcke wären auch gut. Vielleicht Essen habe ich auch genug. Eigentlich theoretisch mehr brauchen tun wir doch gar nicht. Wie gesagt, ein paar Blöcke, damit wir vielleicht können wir heute direkt die Elytra holen. Das wäre natürlich echt zauberhaft. Aber mal sehen. Und Leute, unser System funktioniert. So, und der Arbeitslose, den wir... Nee. Okay, irgendeiner ist hier Dingstypi geworden. Doch, der Arbeitslose ist zum Dings geworden, zum Bibliothekar. Okay, ja, die tun wir später und die kümmern wir uns später. Die bleiben hier erstmal in den Dingern sitzen, weil ich will heute wirklich, ich bin heute so hyped auf den Enderdrachen. Ihr habt doch übrigens, ihr habt in den letzten Folgen unter die Kommentare, geht ja schlecht. Ihr habt ganz, ganz oft in die Kommentare geschrieben, dass ich mal wieder Stories erzählen soll, vielleicht ein bisschen Real Talk über Themen abhalten soll, was auch in Zukunft wieder öfter kommen wird, verspreche ich euch, Leute. Wenn ihr euch das so begnadet vor allem wünscht, das waren echt viele, die es geschrieben hat, und das sage ich jetzt nicht, weil ich denke, yo, ich muss es sagen, damit ich hier wieder Real Talk sagen kann, sondern einfach, weil wirklich viele das geschrieben haben. Und wenn ihr euch das so begnadet wünscht, dann klaro, Alter, warum nicht? Wird in Zukunft wieder kommen, nur heute will ich mich ein bisschen,
ich würde nicht sagen, aufs Gameplay fokussieren, aber ich will halt wirklich ein bisschen aufpassen, dass ich hier im Gameplay dabei bleibe und auch viel dazu kommentieren, damit ihr auch Bescheid wisst, was ich jetzt wie vorhab und euch nicht denkt, hä, was macht denn der jetzt oder warum ist der jetzt plötzlich da und hat nicht mit uns darüber geredet und der ignoriert uns voll und der ist voll gemein. So, hier haben wir jetzt noch ein Steak essen. Das müsste theoretisch reichen, hier haben wir sogar noch eine Enderperle. Und statt den ganzen Stein, oh yeah, Leute, ihr habt recht, Alter. Statt wir die ganzen Steine verschwenden, hier, Fichten mitnehmen, also Laub, Fichte mitnehmen. Einfach das Laub mitnehmen und dann haben wir bestimmt auch genug an Blöcken dabei. So, was brauchen wir noch? Pfeil und Bogen haben wir, das hat noch 300 Durability, beziehungsweise 225, aber wir haben Haltbarkeit 3, heißt es hält ewig. Und sonst, oh, wir können uns auch ein Totem auf Undying holen. Stimmt. Ich trinke übrigens nebenbei was, Leute. Stimmt, der Totem auf Undying ist, währenddessen ich AFK stand, für die Folgen, die, also zwischen den Folgen stand ich AFK, in der Zeit ist der Totem auf Undying auch weg. Weil ich ja gestorben bin und der hat mich kurz wiederbelebt, aber danach bin ich ja auch gestorben an Hunger. Schade auf den über den Tod und auf Andenken, aber ich glaube, in Zukunft können wir uns die so easy wiederholen. Ich denke mal, das wird kein Problem. Ich plane auch im Verlauf des Projekts, also das dauert dann wirklich noch Ewigkeiten, bis wir das haben, aber ich plane, eine Totem auf Undying Farm zu bauen. Heißt eine Farm für Totem auf Undyings. Was natürlich, also das wäre dann letztendlich das Beste, was wir machen könnten. Dann wären wir unsterblich ab da an. Aber mal gucken, wie es kommt, ne? So, Leute, und ich würde sagen, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir sollten gewappnet sein, uns auf den Weg. Und Leute, da kommt was. Oh, Leute, okay, hat sich erledigt. ich musste furzen. Wir sollten uns gewaffnet haben. Wir sollten fest bereit dafür sein, uns jetzt auf den Weg zu machen, das Ende zu suchen. Und dann letzten Endes den Enderdrachen zu klatschen. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Und auf dem legendären Dach, wo ich vor über 60 Folgen erzählt habe, dass wir das nächste Folge zu Ende bauen werden, was ich nie gemacht habe. Von diesem legendären Dach werden wir, jetzt mal das erste Enderauge, so heißen die, das erste Enderauge, werfen. Ja, Leute, ob wir das End vielleicht morgen schon in der Folge finden werden? Ich weiß es auch noch nicht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Ich hoffe, wir kriegen dann das Rätsel auch gelöst. Und ja, bis dann und ciao, meine Freunde.